Ich habe selber extrem lange gebraucht, um diese Kraft zu sammeln. Das, was geschehen ist, objektiv zu betrachten. Gehindert hat mich die Scham. Ich habe Gewalt nicht als das erkannt, was sie ist. Ich habe mir selbst die Schuld gegeben. Gestärkt und angespornt, über Wasser gehalten haben mich Arbeit und Ausbildung. Freundinnen und Freunde, besonders mein Partner, der ein sehr aufmerksamer, liebevoller Mensch ist. So kam die Kraft, nicht aufzugeben, mich selber künstlerisch zu entwickeln und das Thema häusliche und oder sexualisierte Gewalt künstlerisch zu bearbeiten. Dieser Prozess schützt mich. Ich möchte starke Kunst machen, andere ermutigen, nicht aufzugeben. Ich freue mich auf das, was kommt.